Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute wieder ihre Kommentatoren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Liga. Könnte eine klasse Partie werden. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Die Gastgeber haben sich heute für diese Aufstellung entschieden. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Mit dieser Aufstellung geht 1860 München ins heutige Spiel. Und dann gucken wir uns noch kurz die Gegenseite an, Buschi. Auch hier sehen wir eine sehr offensive Ausrichtung, auch wenn da 4-5-1 steht. Und das Spiel läuft. Christiansen. Könnte jetzt was werden. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Flacher Ball in die Mitte. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Jetzt ist es gefährlich. Ja, sie können erst mal klären. Christiansen. Macht er gut. Chance zur Flanke jetzt. Sauber vom Ball getrennt hier. Daniel Wein. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch stark in den freien Raum. Und da ist das Tor. Kein Tor, auf Abseits entschieden. Gut gesehen, richtige Entscheidung. Da haben wir die Situation noch einmal. Er steht klar im Abseits, ohne jeden Zweifel, gut vom Assistenten. Mölders. Daniel Wein. Klasse Aktion da. Das war Pech, das ist Abseits. Den Ball hat er, ganz souverän.
setzt gut den Körper ein. Christiansen. Was macht er draus? Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Da war richtig was dahinter. Klasse Treffer, da kann der Keeper nicht rankommen. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Und das ist der Ballverlust. Ball kommt, aber es fehlen die Anspielstationen. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Jetzt hätte er Anspielstationen. Gefährlich! Schönes Tackling und den Ball erobert. Jetzt könnte es eng werden. Wird Einwurf geben. Kommt jetzt die Flanke? Der Ball kommt wieder zurück. Hereingabe jetzt. Schade, da war sicher mehr drin. Ja, energischer Vorstoß. Sie kommen jetzt über außen. Daniel Wein. Sie verlieren den Ball. Immer wieder diese schnellen Pässe. Sie arbeiten sich so langsam in Richtung Torchance vor. Schirmt den Ball da super ab. Philipp Steinhardt lässt sich den Ball nicht abnehmen. Klasse Pass! Mölders! Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Das Tor hier also zum Ausgleich und jetzt ist ihnen alles zuzutrauen. Platziert und mit richtig Wucht geht der Ball hier ins Tor. Ein toller Treffer, stark gemacht. Eins wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Macht er gut. Kann er was draus machen? So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Der Ballverlust. Klasse Aktion. Ja, der nächste tolle Pass. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Ball kam gut, aber ja, da geht die Fahne hoch. Also, ach, das würde ich mir gerne in der Wiederholung nochmal anschauen.
Das war eine richtig gute Gelegenheit, aber die Fahne ist eben oben. Christiansen. Und da ist der Ball wieder weg. Mölders. Klasse Zuspiel. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Da verlieren sie den Ball. Sieht gefährlich aus. Was macht er draus? Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Kein Team hat bisher entscheidend die Nase vorne hier. Es steht zur Pause 1:1. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Er hat den Ausgleich gemacht. Das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. So, gehen wir rein in die zweite Spielhälfte. Es ist hier bislang wirklich alles ausgeglichen. Daniel Wein. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau richtig so, das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Mölders. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein 2. Tor. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Jetzt ist es gefährlich. Christiansen. Gefährlich. Die Gäste werden wechseln. Erstmal geklärt. Jetzt gibt es also einen Wechsel. Ja, soll noch mal ein neuer Impuls von der Bank kommen. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Philipp Steinhardt. Gibt Einwurf. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Schön gemacht, jetzt die Flanke. Der Ball ist drin. Er ist so eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er den Dreierpack. Wieder ein Dreierpack von ihm in dieser Szene. Ganz starke Leistung. Nicht zu stoppen. Muss nicht seine letzte Bude gewesen sein. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und jetzt wird auf beiden Seiten gewechselt.
3-1 heißt es also jetzt. Christiansen. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Ja, sie können erst mal klären. Den Ball hat er. Einwurf jetzt. Es tut sich was an der Seitenlinie, Buschi. Hier gibt's jetzt den Wechsel. Warten wir mal ab, wie sich diese Umstellung dann im Spiel auswirkt. Christiansen. Können Sie jetzt hier vielleicht verkürzen? Sie bekommen den Einwurf. Christiansen. Kann er was draus machen? Er schießt! Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Einwurf. Christiansen. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Sieht gefährlich aus. Das ist das Tor. Mit dem Kopf hat er es gemacht. Da macht er ihn rein. Klasse Kopfball. Richtig gutes Tor. Das war ein super Abschluss. Da hat er das richtige Timing und die Sprungkraft und nimmt den Ball ganz stark per Kopf. Ein tolles Tor. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt nochmal anschauen. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Präzise Hereingabe hier und dann macht er es aber auch klasse im Abschluss. Ja, also da bin ich bei dir. Tolles Timing in der Luft. Der neue Spielstand lautet hier also 3-2. Da verlieren sie den Ball. Toller Pass. Jetzt ist es gefährlich. Der Trainer will mehr Offensive, mehr Druck sehen. Ob sie mit langen Bällen mehr Durchschlagskraft entwickeln? Jetzt sollen es also die langen Bälle in den Strafraum bringen. Also da bin ich wirklich mal gespannt, ob sie damit Erfolg haben. Mölders. Jetzt ist die Kugel weg. Christiansen. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Ah, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Mölders. Hackenpass, super gemacht. Ja, könnte was werden. Jetzt der Vorstoß. Chance zur Flanke jetzt. Gute Aktion. Macht er gut. Gefährlich. Er zieht ab. Und da haben wir es, das Tor. Sie sind das bessere Team heute und auch dieser Treffer ist verdient.
Klasse Tor. Super den Ball direkt genommen. Und da machst du als Keeper aber auch gar nichts. Ein wunderschön herausgespielter Treffer. Da muss man auch den Passgeber mal loben. Vier zu zwei steht's damit. Hier ist einiges los. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Klasse Pass! Was macht er draus? Kann er was draus machen? Da kommt die Flanke. Der ist noch heiß. Geht da noch was? Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend. Und das ist einfach ein Weltklasse-Tor. Allerdings die Abnahme technisch perfekt. Hier nochmal dieser Treffer. Also die Zuschauer dürften Spaß haben. Wir sehen hier heute richtig viele Tore. Beide Teams offensiv voll da. Eine Minute noch. Jetzt also die Nachspielzeit angezeigt und schon wird es hier nochmal lauter. Die Fans merken, da kann noch was gehen. Was geht hier noch in der Nachspielzeit? Die Fans treiben sie nochmal nach vorne. Christiansen. Der Pass, sehr ungenau, wird abgefangen. Dabei brauchen sie so dringend einen Treffer. Das Spiel ist vorbei, der Schlusspfiff ist ertönt. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Er macht hier den Dreierpack, führt damit seine Kollegen zum Sieg. Was will man mehr? Der ist in Topform.